Ich darf mit ein paar Worten anfangen, sonst hätte es sicher Christian selber eingeleitet, weil er uns beide auch eingeladen hat zu dieser Veranstaltung über Vollgeld. Wir sind also glücklich, dass auch jetzt Christian Felber über das Vollgeld arbeitet. Aber er hat gesagt, also ich muss euch unbedingt einladen, denn ihr seid ja die beiden weiteren, die sich für das Vollgeld interessieren und die zu Vollgeld positiv stehen. Jetzt ist das eigentlich eine komische Sache. Sie sagten, also wir würden eine neue Idee vorstellen, also so, sie ist vielleicht neu, aber sie ist eigentlich so selbstverständlich, dass man sich eigentlich schämen muss, dass sie nicht in der Bevölkerung verbreitet ist. Ja, der Begriff ist ja vielen sagt nichts. Ja, das werden wir dann, ich werde ein paar einleiten, mein Freund Erhard Klötzl wird dann also auf diesen Begriff näher eingehen und wird das dann begrifflich genau erläutern. Jetzt möchte ich so ein bisschen auch mich vorstellen. Ich wurde als Geldphilosoph vorgestellt. Ich war früher, komme ich aus der linken Bewegung, Republikanischer Club in Berlin, war ein sehr stark ein Club für der außerparlamentarischen Opposition. Ich wurde wegen meiner sozialistischen Schlagseite wurde ich dann Osteuropa-Forschung. Ich wollte wirklich wissen, was es mit dem Sozialismus auf sich hat, und ich bin auf dem Umweg über die Sozialismusforschung bin ich also zur Geldforschung gekommen, weil ich drauf gekommen bin, dass also eine moderne Gesellschaft ohne Geld nicht existieren kann und nicht funktionieren kann. Ja? Also ich bin einer der wenigen, kann ich sagen, der Ökonomen, die ein positives Verhältnis zu Geld entwickelt haben. Ich verdanke das dem Georg Simmel, Philosophie des Geldes, aus dem Jahr 1900, ein großartiges Werk, in dem er gewissermaßen den Sprung geleistet hat vom klassischen Weltbild zu einem modernen Weltbild, vergleichbar mit dem Sprung von der klassischen Physik zur Quantenphysik. Und das Schlimme in diesen Auseinandersetzungen, die ich schon 40 Jahre, also kämpfe ich um dieses Thema Geld und beschäftige mich damit, es hat mich zum Philosophen gemacht. Ich habe kein Philosophiestudium, sondern die Beschäftigung mit Geld zwang mich, tief in die Philosophie einzudringen. Ja, ist ein fantastisch großes Thema. Und wir wollen heute das Vollgeld vorstellen. Und das Vollgeld funktioniert ungefähr so, wie Sie sich wahrscheinlich unser Geldsystem auch vorstellen, dass es funktioniert. Es ist also gar nicht so etwas Fremdes. Und wenn man sich beschäftigt mit dem wirklichen Geldsystem, in dem wir leben, wird es sehr kompliziert und unübersichtlich. Und es geht eigentlich darum, ein sehr einfaches, durchschaubares, regulierbares und funktionstüchtiges Geldsystem zu installieren. Und das ist jetzt, glaube ich, dein Platz, wo du einsteigst. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist also Erhard Klötzl. Ich habe in Wien an der Universität Chemie studiert, habe in Linz an der Kepler-Universität Mathematik studiert, habe mich dort in Mathematik habilitiert, war dann 15 Jahre lang Leiter vom Amt für Umweltschutz in Linz, zuständig für die Sanierung, Föst, Chemie, Linzer Luftsanierung und Ähnliches, und war dann 15 Jahre im Vorstand der Linz AG. Ich bin also von der Ausbildung überhaupt nicht Ökonom, aber ich bin von meiner Ausbildung her gewohnt, komplexe Dinge zu analysieren und zu versuchen, sie zu verstehen und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft zu verstehen. Seit etwa 20 Jahren beschäftige ich mich neben meinem Beruf mit
den ökonomischen Fragen über die Instabilität unseres Geld- und Wirtschaftssystems. Und da kommt man unmittelbar natürlich auf die grundlegenden Fragen: Was ist Geld? Warum funktioniert das alles nicht so richtig? Warum bricht immer wieder irgendwo etwas zusammen? Und was könnte und sollte man dagegen tun? Und einer der Aspekte, was man dagegen tun kann, ist eben, das Geldsystem so zu adaptieren, dass diese Instabilitäten, die in unserem Wirtschaftssystem laufend sichtbar werden, möglichst nicht angehalten werden. Und da vielleicht mit ein paar Folien beginnen. Das erste, das sind die Begriffe. Geld schwirrt in unserer Alltagssprache herum. Da ist das Geld in der Geldtasche, da ist das Geld am Konto, da ist das Geld am Sparbuch. Alles ist Geld. Wie hängt das zusammen? Was ist es? Ein Teil des Geldes, das ich jetzt aufgezählt habe, das sind die Zahlungsmittel. Mit was können wir zahlen? Mit den Münzen können wir zahlen, mit den Banknoten können wir zahlen. Das nennt man Bargeld. Aber heute zahlt ja fast niemand mehr größere Beträge mit Bargeld, sondern alles wird bezahlt mit dem Geld am Konto, dem sogenannten Chiralgeld. Und das Bargeld, das ist das, was Sie urtümlich im Kopf haben als Geld. Das wissen Sie vielleicht, das wird von der Zentralbank geschöpft, also in Österreich von der Nationalbank. Das Chiralgeld, also das Geld am Konto, das wird nicht von der Zentralbank geschöpft, sondern von den privaten Banken. Und das Spargeld, das schöpfen Sie, wenn Sie Geld bei der Bank einzahlen. Und zwar auf ein Sparbuch einzahlen. Das heißt, längerfristig gebunden einzahlen. Also das sind die drei Grundtypen von Geld. Das ist das derzeitige System. Und wodurch unterscheidet sich das Vollgeld vom derzeitigen System? Eigentlich formal... Und einen Kopfstand. Wodurch unterscheidet sich das Vollgeld von unserem derzeitigen Geld? Der einzige wesentliche formale Unterschied ist, dass das Chiralgeld, also das Geld am Girokonto, mit dem Sie Rechnungen bezahlen, nicht von den privaten Banken geschöpft wird, sondern so wie das Bargeld, also Münzen und Banknoten, ebenfalls von der Zentralbank geschöpft wird. Das ist der einzige, aber fundamentale, formale Unterschied. Vollgeld, könnte man verkürzt sagen, ist nichts anderes als das Zentralbankmonopol zur Schöpfung von Zahlungsmitteln eben durch die Zentralbank. Zahlungsmitteln, das ist Bargeld und Chiralgeld. Beides soll in einem Vollgeld nur von der Zentralbank geschöpft werden. Also, was ist Vollgeld? Vollgeld besteht im Wesentlichen darin, dass Chiralgeld nicht mehr von den Banken geschöpft wird, sondern wie Bargeld nur von der Notenbank. Geld am Konto, also am Girokonto, ist nicht eine Forderung, die Sie haben gegenüber der privaten Bank, sondern im Vollgeldsystem ist das eine Forderung an die Notenbank, also an die Zentralbank. Und bei jedem Geldschöpfungsvorgang entsteht der sogenannte Seum-Jarage-Gewinn. Das heißt, beim Geldschöpfen
hat man einen Vorteil, der sich letzten Endes in einem Gewinn niederschlägt. Heute geht dieser Seniorage-Gewinn bei Bargeld, weil es ja von der Zentralbank geschöpft wird, an die Zentralbank und über die Gewinne der Zentralbank an den Staat. Das Seniorage-Gewinn bei der Giralgeldschöpfung, weil die von den privaten Banken, das Giralgeld geschöpft wird, geht primär an die privaten Banken. Im Vollgeldsystem schaut das anders aus. Da schöpft ja auch der Staat oder die Zentralbank das Giralgeld. Das heißt, dieser Seniorage-Gewinn, dieser Vorteil aus dem Recht der Geldschöpfung fließt über die Zentralbank auch dem Staat direkt zu. Was sind die drei Grundvorteile des Vollgeldes? Erstens ist es viel einfacher konstruiert als das derzeitige System, für alle leichter verständlich. Raimund Dietz hat schon gesagt, es funktioniert eben so, wie man sich vorstellt, dass Geld funktioniert. Ein wichtiger sozusagen Vorteil ist bei einem Bankenkonkurs. Sie wissen, 2008 zahlreiche Bankenkonkurse, die Instabilität der Banken ist bei weitem nicht überwunden. Bei einem Bankenkonkurs haben Sie beim Geld auf Ihrem Girokonto eine Forderung an die Bank. Wenn die Bank in Konkurs geht, dann können Sie Ihre Forderung abschreiben, dann haben Sie eben kein Zahlungsmittel mehr, mit dem Sie zahlen können. Daher ist es problematisch, weil bei einem Bankenkonkurs es zu erheblichen Zahlungsverkehrsproblemen kommen kann. Im Vollgeldsystem ist das Girogeld, das Sie haben, nicht mehr eine Forderung an die private Bank, sondern, so wie letztlich Münzen und Banknoten, eine Forderung an die Zentralbank. Und die Zentralbank kann aus Prinzip überhaupt nicht in Konkurs gehen, daher sind Ihre Zahlungsmittel sicher im Bankenkonkurs und damit auch der gesamte Zahlungsverkehr im Wirtschaftssystem sicher. Ein zweiter ganz wesentlicher Vorteil des Vollgeldsystems ist, dass der Vorteil aus der Geldschöpfung vollständig über die Zentralbank an den Staat fließt. Das heißt, dass der Staat sich viel leichter finanzieren kann, dass der Vorteil, der heute an das Bankensystem fließt, eben über den Staat direkt an uns alle fließt. Letztlich gibt es auch einen gewissen Vorteil bei der Steuerung von Konjunkturschwankungen und einen gewissen Vorteil beim Einbremsen von Finanzblasen. Jetzt werden Sie fragen, naja, Vollgeld, ist das was Neues oder hat es das immer schon gegeben? Und vielleicht haben einige das noch irgendwie irgendwann mitbekommen. Vor 200 Jahren oder mehr wie 200 Jahren hat es als Zahlungsmittel im Wesentlichen ja nur Münzen gegeben. Vor 200 Jahren, die wurden vom Staat geschöpft. Vor 200 Jahren ist relativ rasch, sind private Banknoten als Zahlungsmittel aufgetaucht. Private Banknoten sind nichts anderes als wie Forderungen an private Banken. Privates Papiergeld. Und dieses private Papiergeld wurde aus gutem Grund etwa Mitte des 19. Jahrhunderts in allen Ländern quasi
ersetzt durch Banknoten der Zentralbank. Private Banknoten, also Forderungen an private Banken als Zahlungsmittel, wurden verboten und wurden ersetzt durch die Banknoten, die wir heute haben, und das sind Forderungen an die Zentralbank. Und das Vollgeldsystem ist nichts anderes als diese Reform, die vor 150 Jahren ungefähr durchgeführt worden ist, für die privaten Banknoten, auch für das private Chiralgeld durchzuführen. Denn das private Chiralgeld ist ja auch nichts anderes als eine Forderung an eine Bank, an eine private Bank, die eben elektronisch dokumentiert ist, und die privaten Banknoten haben diese Forderungen eben auf Papier dokumentiert. Ich werde dann kurz den Verlauf zeigen in der nächsten Folie. Aber ganz wichtig ist Folgendes. Vollgeld löst nicht alle Probleme, die wir haben in unserem Geld- und Wirtschaftssystem. Und Vollgeld ist nicht, wie es manchmal irrtümlich dargestellt oder fälschlich gesehen wird, eine Heilslehre. Vollgeld ist nur ein erster richtiger Schritt in die richtige Richtung, das Geldsystem stabiler zu machen. Historisch ist es verwandt mit dem 100%-Geld, ich will da nicht näher darauf eingehen. International ist es bekannt unter dem Begriff Positive Money oder Sovereign Money. Aber was ganz wichtig ist, die Diskussion um Vollgeld hat in den letzten Jahren sich sehr, sehr verstärkt. In der Schweiz ist voriges Jahr die Voraussetzung geschaffen worden, dass es zu einer Volksabstimmung über Vollgeld kommt, und diese Volksabstimmung über Vollgeld wird voraussichtlich im Jahr 2018 stattfinden. Über 100.000 Unterschriften sind gesammelt worden für eine Volksabstimmung über das Thema Vollgeld. Und was auch besonders interessant ist, im isländischen Parlament von der dortigen Regierungspartei gibt es ernsthafte Initiativen, in Island Vollgeld einzusetzen, jedenfalls ernsthaft zu diskutieren. Nun zum historischen Verlauf, dass Sie noch einmal sehen, Vollgeld ist nichts Neues. Stellen Sie sich vor, um 1600 hat es im Wesentlichen nur Münzen gegeben als Zahlungsmittel. Grün, also staatliches Geld. 99% aller Zahlungsmittel waren Münzen, staatliches Geld. Dann hat sich langsam und ab 1800 sehr stark beschleunigt, eben private Banknoten durchgesetzt als Zahlungsmittel, private Forderungen an private Banken. Und die Geldreform, die ich schon erwähnt habe, die Mitte des 19. Jahrhunderts überall durchgeführt worden ist, hat nichts anderes gemacht, als diese privaten Banknoten zu verbieten und durch staatliches, also grünes Geld, die Notenbank, Zentralbank, Banknoten zu ersetzen. Also da war genau dieser Schnitt. Seit dieser Zeit nimmt aber kontinuierlich die Bedeutung von Bargeld, Münzen und Banknoten als Zahlungsmittel immer mehr ab. Sie wissen, heute wird der überwiegende Teil der Zahlungen mit Chiralgeld gemacht. Und noch einmal, Chiralgeld ist nichts anderes als wie private Banknoten, aber elektronisch dokumentiert. Und was macht Vollgeld? Genau das Gleiche, was vor 150 Jahren mit den privaten Banknoten passiert ist. Die werden ersetzt durch staatliches Geld, also Vollgeld, Forderungen nicht an private Banken, sondern an den Staat.
Natürlich kann in Zukunft es wieder zu der Entstehung von anderen Geldsurrogaten, wie man sagt, kommen. Und man wird in Zukunft auch wieder Geldreformen durchführen müssen. Ganz kurz zu den Elementen eines optimalen Geldsystems. Die beziehen sich einmal auf den Schöpfungsvorgang von Zahlungsmitteln. Und hier ist es optimal, wenn die von der Zentralbank geschöpft werden. Warum und wieso, werden die beiden Nachredner dann deutlich machen. Das ist eben Vollgeld. Aber Vollgeld ist nicht alles. Zahlungsmittel werden ja nicht nur geschöpft, also gedruckt oder was immer, sondern sie müssen auch in Verkehr gesetzt werden, sie müssen in Umlauf gebracht werden. Und das wesentliche Charakteristikum von Vollgeld ist, dass diese Zahlungsmittel über den Staat in Umlauf gebracht werden. In erster Linie über staatliche Investitionen, das nennt man fachlich produktive Kreditschöpfung, aber auch kann es direkt ins Budget gehen, theoretisch kann es auch als Bürgerdividende an alle ausbezahlt werden oder vielleicht haben Sie auch den Begriff Helikoptergeld mal gehört, das wäre auch nichts anderes. Der vierte Punkt, mit dem sich ein Geldsystem beschäftigen muss, ja, wie dürfen denn die Spargelder, also das Geld, das Sie der Bank anvertraut haben, wie darf die Bank denn dieses Geld verwenden? Und das zentrale Instrument, das im Sinne Ihrer Interessen zu regeln, ist das Trennbankensystem. Das Trennbankensystem hat nichts unmittelbar mit Vollgeld zu tun, ist aber eine ganz wesentliche Regulierung des Geldsystems für die Stabilität. Und letztendlich kann man Geld natürlich aus dem Kreislaufprozess wieder entziehen. Man nennt das Geldhorten. Und eine der Möglichkeiten, die Probleme, die entstehen, wenn Geld gehortet wird, aufzuheben, ist ein negativer Zinssatz auf Zahlungsmitteln. Vielleicht erinnern Sie sich, wenn Sie die Zeitung irgendwie verfolgt haben, ja, es gibt ja heute Probleme, die Banken haben so viel Geld, was ihnen die EZB in die Hände gedrückt hat, sie wissen nicht, was sie damit tun sollen. Das, was sie sollten, nämlich das in die Realwirtschaft hineinzubringen, tun sie nicht. Darum versucht die Zentralbank, mit negativen Zinsen die Banken dazu zu animieren, ihr Geld nicht liegen zu lassen, also zu horten, sondern ihr Geld der Realwirtschaft zur Verfügung stellen. Offensichtlich funktioniert das im bestehenden System aus vielen Gründen, aber praktisch nicht. Ich habe dann noch Folien vorbereitet, auf die ich in der Diskussion eingehen werde, aus denen man deutlich erkennen kann, Vollgeld kann manche Ziele erreichen, aber nicht alle. Andere Reformen, Reformen im bestehenden Geldsystem, können manche Ziele erreichen, die das Vollgeld nicht erreichen kann, aber auch Ziele erreichen, die man mit Vollgeld erreichen kann. Also, insgesamt, wenn man ein optimales Geldsystem haben will, muss man zu einem Vollgeldsystem noch andere Maßnahmen ergreifen. Und eine letzte, falls Fachleute unter Ihnen sind, können wir auch diskutieren, die Kritik am Vollgeldsystem, wie sie von Ökonomen, sei es Neoliberale, sei es Post-Keynesianern, gemacht wird. Soweit von mir zunächst. Danke. Vielen Dank für Ihr Interesse zu diesem, wie gesagt, nicht
nicht sehr alltäglichen Thema, vielleicht noch nicht sehr alltäglichen Thema. Es gibt in Österreich bisher so gut wie keine Diskussion zu diesem Thema. Ich habe das erwähnt. Du hast es erwähnt, ja. Und das ist doch ein bisschen erstaunlich, weil es gibt großes Interesse an Finanzfragen, an Fragen des Finanzsystems, an allen Fragen, die eine Verteilungswirkung haben. Und all das trifft für die folgende Reform zu. Also sie betrifft das Finanz- und das Geldsystem. Sie hat eine sehr, sehr massive Verteilungswirkung. Aber trotzdem gibt es da ein ganz, ganz geringes Interesse daran. Und das ist zunächst einmal erstaunlich. Und ich habe mich seit ungefähr 10 Jahren jetzt damit im Vorfeld beschäftigt. Und für mich war das völlig selbstverständlich und natürlich, dass das in den Forderungskatalog von Attac Österreich zum Beispiel Eingang finden hätte müssen. Ich habe dann auch viele Positionspapiere mit begleitet, mitgestaltet. Eines davon heißt Geld als öffentliches Gut. Und darunter subsumieren sich, ist auch schon erwähnt worden, verschiedenste Reformvorschläge. Auch ich teile zu 100% die Auffassung, dass die Vollgeldreform nur ein Baustein einer umfassenden Reform des Geld- und Finanzsystems ist und bei weitem nicht die einzig nötige. Kurioserweise wird aber das plötzlich und nur der Vollgeldreform vorgeworfen, dass sie nicht alle Probleme gleichzeitig löse. Und das ist ein völlig neuer Vorwurf. Der wurde bisher keinem einzigen Baustein einer Gesamtreform vorgeworfen. Die Finanztransaktionssteuer ist das allerbeste Beispiel. Uns ist allen vollkommen klar, dass die Finanztransaktionssteuer nicht alle Probleme löst, aber deswegen verwerfen wir sie nicht, sondern wir sind uns einfach nur bewusst, gut, das ist eine Reform, wir haben 25 andere Reformvorschläge. Wir wissen, dass allein im Europaparlament sind derzeit ungefähr 30 Regulierungsvorhaben gleichzeitig unterwegs am derzeitigen Finanzsystem. Wir sind uns alle einig, dass alle 30 nicht ausreichend sein werden, um das Finanzsystem nachhaltig zu stabilisieren, geschweige denn eine merklich gerechtere Verteilung herzustellen. Aber niemand zweifelt daran, dass es diese 30 Reformen braucht. Nur braucht es sie halt tiefer. Und aus meiner Sicht sind die meisten wichtigen Reformvorhaben in Diskussion und diese eine fehlt. Und ich frage mich, warum, und ich frage mich auch, warum es einen so hermetischen Widerstand gibt, dass diese eine fehlende Reform, vielleicht kann ich es noch an einem Beispiel erwähnen, kurz das Buch Geld, die neuen Spielregeln, da geht es im inhaltlichen Kern um 12 Kapitel. Und die 12 Kapitel beschäftigen sich mit den großen Reformprojekten am Geld- und Finanzsystem. Zentralbank, Geschäftsbanken, Kredit, Verteilungsgerechtigkeit, Steuersystem, Pensionssystem, das internationale Währungssystem. Und ein Kapitel davon ist eben auch das Thema der Geldschöpfung. Wer erzeugt das Geld? Und da unterstütze ich auch die Vollgeldreform. Hat dazu geführt, dass in weiten Kreisen derer, die sich als Kritikerinnen des Finanzsystems verstehen, hier eine ganz harsche Ablehnung gekommen ist. Es wurde zum Beispiel gesagt, die Vollgeldreform ist eine Lösung, die so tut, als wäre alles monokausal begründbar. Also 12, und das sind nur die inhaltlichen Kernkapitel, rundherum sind Prozessvorschläge, wie man die auch umsetzen könnte, weil das, denke ich, ist eine ganz wichtige Diskussion. Wenn man die Bevölkerung direkt demokratisch befragen würde, ob sie die meistdiskutierten Reformen am Geld- und Finanzsystem umsetzen würde, würde sie die meisten der derzeit prominent in die Diskussion befindlichen Reformen sofort umsetzen. Die Regierung und Parlamente setzen sie nicht um. Deshalb ist aus meiner Sicht die Frage, wie können wir einen demokratischen Prozess finden, der auch diese mehrheitsfähigen Reformen umsetzbar macht, sogar noch wichtiger als die inhaltlichen Reformvorschläge. Deshalb sind die Mantelkapitel jetzt in diesem Buch Vorschläge, wie man einen alternativen demokratischen Prozess entwickeln kann, über den dann mehrheitsfähige Reformvorhaben am Geld- und Finanzsystem, aber auch in allen Politikbereichen bis hin zu den zentralen Verfassungsfragen auf direktdemokratischen oder ich nenne das auf souverän demokratischen Wege durchgeführt werden können. Ja, und das Kapitel Geldschöpfung, / Folgenreform ist eines von 12 inhaltlichen Kapiteln, das aber zu einer ganz schroffen Ablehnung führt.
Und vielleicht noch ein Beispiel im von mir sehr geschätzten Beigewohn, der dann von mir sehr geschätzten Kurswechsel herausgibt, war ein Kapitel über Vollgeldreform plus Bitcoins. Hat aus meiner Sicht gar nichts mit daran zu tun. Und ein drittes Thema auch noch zusammen. Und dann habe ich gefragt, oh toll, Vollgeldreform findet jetzt doch im Kurswechsel auch statt. Kann ich da einen Diskussionsbeitrag? Nein, kein Interesse, das Thema ist schon ausdiskutiert. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann habe ich den Text trotzdem geschrieben, das ist der hier vorliegende, habe ich noch einmal der Redaktion angeboten. Und habe gesagt, also das wäre jetzt mein Text gewesen, ich würde ihn immer noch gerne zur Verfügung stellen. Die Redaktion hat das lange diskutiert. Nein, es sind keine neuen Argumente enthalten und wird wieder nicht publiziert. Und habe dann noch 5 Seiten Gegenargumente gegen meinen Text so bekommen. Jetzt werde ich sagen, das ist ja wirklich spannend. Also wenn das so ausdiskutiert wäre, warum kriege ich dann 5 Seiten Gegenargumente? Dann ich hätte den Kurswechsel so verstanden, dass dann mein Text publiziert wird und dann von der Redaktion oder von wem auch immer eben ein gleich langer oder noch längerer Text, der dann sozusagen meinen Text zerlegt. Dann haben wir genau die Diskussion, für die wir immer einstehen. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Vielleicht ein letztes noch in der Grundsatzabteilung der Nationalbank. Vor wenigen Monaten habe ich bei einem Symposium, wo die Grundsatzabteilung der Nationalbank und ich auch Beiträge geleistet haben, habe ich das Thema folgend auch angesprochen, neben vielen anderen wichtigen Themen. Es war unbekannt. Und dann habe ich im Pausengespräch habe ich dann die Betreffenden gefragt, wie wäre es denn da mal vielleicht so ein Hintergrundgespräch, nur um das Thema mal kennenzulernen. Haben Sie da vielleicht Interesse? Nein. Und so finde ich sehr, sehr merkwürdig, also es wird wahrscheinlich das Gegenteil erreicht werden, wenn es eine so unverständliche Ablehnung des Themas auch nur zu diskutieren. Ich weiß, wir haben alle viel vor, aber wenn da ein spannendes Thema ist, dann ist es immer würdig, dass wir unsere Aufmerksamkeit da auch noch drauf lenken. Und ich beschäftige mich auch nicht mit allen Themen, aber meine intellektuelle Redlichkeit erfordert es von mir, dass ich mich mit allen Themen beschäftige, wo ich denke, die haben Potenzial. So, jetzt habe ich eigentlich meine ganzen 10 Minuten für die Vorrede verwendet. Das heißt, ich werde noch... was will ich noch tun? Ich werde noch vielleicht ein bisschen die Vorteile aus meiner... Genau, weil die Vorteile sind vielleicht auch das. Die Vorteile sind so vielfältig, und ausgerechnet die von den Kritikerinnen verstanden werden, dass sie angeblich versprochen würden, die sind aus meiner Sicht, und so wie ich die Literatur zur Vollgeld kenne, sind überhaupt keine Argumente für die Vollgeldreform. Konkret die Steuerung der Geldmenge, der Inflation und der Konjunktur. Also 3 ganz zentrale makroökonomische Vorteile, die zwar als Themen schon auch berührt werden, aber die aus meiner Sicht nicht, das geht jetzt zu schnell, ich glaube, ich erkläre noch einmal zuerst rasch die Form aus meiner Sicht und dann schauen wir uns die Vorteile an, und Sie werden sehen, es sind dann andere Vorteile als die Steuerung der Geldmenge, der Inflation und der Konjunktur. Zu den historischen Folgen hat er dazu schon erwähnt, dass es schon in der großen Depression einen ähnlichen Vorschlag gab, nämlich 100% Money, an den Universitäten Yale und Chicago. Und das Spannende finde ich, dass dieser Vorschlag und auch der Vorschlag von Bretton Woods aufgrund der großen Depression emporgekommen sind, und auch ein dritter großer, das Trendbankensystem. Also sind so die 3 größeren Reformvorschläge am Geldsystem, am Finanzsystem, also am Bankensystem und am Währungssystem. Und 2 von den 3 sind noch umgesetzt worden. Und meiner Wahrnehmung nach der Vorschlag nach 100% Money, obwohl er sehr überzeugend war, hat sich dann die Bankenlobby durchgesetzt und verhindert, dass der umgesetzt worden ist. Und stattdessen hat sie dann aber doch stattgegeben der Trendbankenreform, die ja auch keine kleine Reform ist, die eigentlich so gravierend ist, dass der Umstand, dass die heute keine Chance hat. Also heute gibt es auch viele prominente Stimmen für ein Trendbankensystem, hat aber keine Chance. Damals war sozusagen der Reformwille so groß, dass wenigstens das Trendbankensystem 1933 im Gleis-Steagall-Eck durchgeführt wurde, aber die damalige Vollgeldreform, die 100% Money-Reform, die ging nicht durch, obwohl sich Präsident Roosevelt damit sehr eingehend beschäftigt hatte. Das ist ein Hinweis darauf, wie schmerzhaft eine solche Vollgeldreform mit der Bankenlobby wäre. Wie groß der Vorteil für die Allgemeinheit gewesen wäre, sieht man an solchen Aussprüchen. Einer der prominentesten Vertreter war Irving Fisher von Yale. Er hat gesagt, vielleicht muss die gesamte Staatsschuld damit eliminiert werden können. Und das ist doch ein tolles Versprechen. Hätten Sie was dagegen, wenn wir die gesamten Staatsschulden streichen könnten?
auch diese jetzt zeitgenössische Studie vom Jahresmoll schon referenziert worden. Und das ist zwar keine offizielle Studie vom Internationalen Währungsfonds, aber es ist doch ein Arbeitspapier vom Internationalen Währungsfonds. Und er sagt, alle Annahmen treffen nach unseren Berechnungen zu und sogar noch zwei weitere. Wir hätten eine geringere Inflation und höheres Wirtschaftswachstum, wenn wir nicht die Folgereform, sondern das damalige 100% machen. Heute ist das aus meiner Sicht kein Thema mehr, sondern weil es ein sehr viel elaborierteres und einfach weitergedachtes und weiterentwickeltes System gibt. Ja, du hast die Funktionsweise des Folgendes im Wesentlichen erklärt. Jetzt schaue ich, was ich hier vielleicht noch ergänze. Also wichtig, die Zentralbank gibt das Geld aus, so kommt das zusätzliche Geld in Umlauf. Der Staat bekommt es direkt oder auch als Bürgerdividende, als Helikoptergeld, was es in der Geschichte immer wieder schon gab. Also beides wäre etwas nicht völlig Unerhörtes. Aber in der Grundannahme, wenn es der Staat ausgibt über staatlichen Einkauf oder Investitionen, kommt es dann eben über das Publikum, über die Unternehmen, über die Haushalte zu den Banken, wird dort eingelegt und erst wenn es dort eingelegt wird, können es die Banken weiterverleihen. Und das ist ja so das Bild, was 90% der Bevölkerung von den Banken haben, was aber nicht zutrifft, sondern dieses Bild würde dann wahr werden, wenn wir die folgende Reform machten. Und es gibt sehr lustige Umfragen. Nämlich mit der Frage, würden Sie es unterstützen, dass den Banken das Recht auf Geldschöpfung gegeben würde? Und da sind in diesem Umfang 90% der Bevölkerung dagegen. Nicht wissend, dass das heute so ist und glaubend, dass es heute so ist, wie es nach der Folgereform würde. Nämlich zuerst haben wir das Geld liegen bei der Bank, dann hat die das und dann kann die das als Mittel vergeben. Zweiter wichtiger Schritt, die Girokonten würden zwar genau gleich funktionieren wie heute, auf den Girokonten ist das Zahlungsmittelgeld, mit dem wir Zahlungen tätigen. Auf den Sparkonten liegen unsere Ersparnisse, mit denen nehmen wir keine Zahlungen vor. Und dieses Zahlen, das würde auf Konten, die zwar wie heute von den Banken verwaltet werden, nur sie wären nicht in der Bankbilanz. Und deshalb sind sie eben kein Kredit an die Bank, wie wir schon gehört haben, sondern sie sind in unserem Besitz. Und wenn die Bank pleite geht, dann bleibt es weiterhin in unserem Besitz und es wäre kein Problem. Sie sind aber nicht in der Bankbilanz. Und das hat einerseits hat das bilanztechnisch sehr gravierende Auswirkungen. Und die zwei wichtigsten Auswirkungen sind, dass die Geldausgabe und die Kreditvergabe voneinander getrennt werden. Das heißt, die Bank kann nur noch Kredite vergeben mit Geld, das der Staat zuvor den Umlauf gebracht hat. Oder dass sich die Bank direkt beim Staat ausgeborgt hat. Nur das ist noch möglich. Aber im Zuge der Kreditvergabe entsteht kein zusätzliches Geld. Und ein zweiter wichtiger Vorgang ist auch nicht mehr möglich, nämlich dass die Bank, weil Sie das kennen, die Bank hat eine Bilanz mit Aktivseite hier aus ihrer Sicht und mit Passivseite. Sie kann nicht wie heute einfach ein Wertpapier kaufen, indem sie der Verkäuferin den Kaufbetrag auf deren Girokonto gutschreibt. Das ist heute gang und gäbe und so können Banken sich ganz massiv am Aufbau von Finanzblasen aller Art beteiligen, indem sie einfach mit Giralgeld Wertpapiere kaufen, sei das jetzt eine Aktie, eine Anleihe, ein Immobilienderivat, ein Rohstoffzertifikat oder irgendein anderes Wertpapier. Und das ist ein ganz mächtiger Hebel, den die Banken in der Hand haben, um Finanzblasen jeder Gattung zu füllen und damit sozusagen die Instabilität der Finanzmärkte zu erhöhen. Das ginge nicht mehr. Die Banken könnten nur mit Vollgeld, das sie zuerst entweder verdienen müssen oder sich beim Staat ausbauen müssen, oder auf dem Interbankenmarkt ausleihen. Nur damit könnten Sie dann noch Wertpapiere kaufen. Das ist eine gigantische Einschränkung für die Beteiligungsmöglichkeiten der Banken am Finanzsystem. Oder bei Privaten. Bei den Sparern, genau. Wenn die Sparer das zuerst eingelegt haben, dann haben sie das Vollgeld immer auf der Aktivseite. Vollgeld liegt immer auf der Aktivseite der Bankbilanz und dann kann sie es durch einen Aktivtausch in ein Wertpapier verwandelt. Dann hat sie das Wertpapier, aber sie hat das Vollgeld nicht mehr und kann auch mit dem Vollgeld keinen Kredit mehr vergeben. Das heißt, sie muss sich dann entscheiden, ganz zugespitzt, ob sie spekuliert oder Kredite vergibt. Und ja, und vielleicht nur noch ein letzter Punkt, nämlich ein weiteres größtes anzunehmendes Missverständnis. Es gibt mehrere größte anzunehmende Missverständnisse, auch das ist wieder kurios. Warum gibt es bei einer Reform, die aus meiner Sicht ziemlich klar und ziemlich unmissverständlich beschrieben wird? Und auch hier noch einmal ein kurzer Gruß an den Josef Huber, Finanzsoziologe an der Universität Halle, ist ein von mir sehr, sehr geschätzter Wissenschaftler. So wie ich den Weigerum sehr schätze, so wie ich den Stefan Schulmeister sehr schätze,
So schätze ich auch den Josef Huber sehr. Und ich frage mich, wieso man den Josef Huber so missverstehen kann. Indem man glaubt, in einem Vollgeldsystem ist die Möglichkeit der Kreditvergabe der Banken beschränkt durch die Summe der Ersparnisse. Das soll zwar sehr wohl der grundsätzliche Vorgang sein, nur dass wir, was wir dann bewusst von unseren Geldkonten auf unsere Sparkonten oder Sparbücher transferieren und damit bewusst zu Gläubigern der Banken werden, damit erst haben die Banken Vollgeld auf ihren Aktivseiten und können die bei der Kreditvergabe wiederum in einem Aktivtausch in einen Kredit verwandeln und das Vollgeld wandert dann wieder auf das Geldkonto von der Kreditnehmerin, die kann das dort verwenden, wie sie will. Und grundsätzlich ist es schon so gedacht, dass die Kreditvergabemöglichkeiten der Banken beschränkt sind durch die volkswirtschaftlichen Ersparnisse. Ich sehe da aber gerade in einer gereiften Volkswirtschaft kein Problem, weil in einer gereiften Volkswirtschaft die Finanzvermögen der Haushalte die volkswirtschaftliche Kreditnachfrage um ein immer höheres Vielfaches übersteigen. Das heißt, aus meiner Sicht müssten die volkswirtschaftlichen Ersparnisse mehrfach ausreichen, um den realen volkswirtschaftlichen Kreditbedarf zu decken. So, jetzt, sollte das dennoch nicht der Fall sein, ja, das wird absolut berücksichtigt, dann kann sich die Geschäftsbank ganz normal wie heute bei der Zentralbank einen Kredit nehmen. Und dann ist das Gegenargument der Kritikerinnen des Vollgelds, naja, aber dann gibt es ja erst recht keine Geldmengensteuerung im Vollgeldsystem, wenn die Zentralbank jeden Kreditwunsch der Geschäftsbanken befriedigen würde. Und hier, glaube ich, ist jetzt gerade ein weiterer Entwicklungsschritt der Vollgeldreform in Diskussion. Ja, die Zentralbank soll auch nicht jeden Refinanzierungswunsch der Geschäftsbanken erfüllen, sondern sie soll nur denjenigen Banken, die eine zusätzlich zur finanziellen Bonitätsprüfung bei ihrer Kreditvergabe, also die das finanzielle Risiko der Kreditansuchung prüfen müssen, das ist eine gesetzliche Regulierung, sollen sie davor schon eine ethische Bonitätsprüfung durchführen. Und die ethische Bonitätsprüfung würde sämtliche Finanzkredite, also das, was die Finanzblasen aufhebelt, nämlich wenn wer auch immer private Unternehmen oder Haushalte Kredite aufnehmen, um damit Wertpapiere zu kaufen. Das sind Finanzkredite. Die würden keinen Kredit mehr bekommen. Wenn man sich verschiedene Verfassungen anschaut, dann ist es nach meiner Lesart zeitgenössischer Verfassungen eigentlich heute schon verfassungswidrig. Das dürfte überhaupt nicht passieren. Es ist zufällig auch genau die sehr deckungsgleich mit der marxistischen Geldkritik. Und also ich könnte es auch gerade sagen, Kredite, mit denen Geld vermehrt werden soll, anstatt dass reale Investitionen getätigt werden, sollten verboten werden. A. Hier wäre sozusagen der Weg, in dem die Zentralbank dafür keine Refinanzierung bereitstellt. B. Ethische Bonität, das ist schon der allerletzte Gedanke. B. Die ethische Bonitätsprüfung unterscheidet auch jene reale Investitionen, die einen gesellschaftlichen Schaden anrichten, von jenen anderen, die einen gesellschaftlichen Nutzen stiften. Und das heißt, die Investitionen werden, für die eine Finanzierung angefragt wird, werden geprüft auf ihre Auswirkungen auf die Verteilungsgerechtigkeit, auf den sozialen Zusammenhalt, auf die ökologische Nachhaltigkeit, auf die Demokratie und auf das Geschlechterverhältnis. Und nur, wenn diese Grundwerte oder auch Gemeingüter, wenn die nicht im Wert vermindert werden oder wenn die nicht enteignet werden, das überprüft eben die ethische Bonitätsprüfung, nur dann überhaupt besteht die Möglichkeit, dass der Kredit gewährt wird, wenn er zusätzlich auch die finanzielle Bonitätsprüfung besteht. Und wenn Banken diese ethische Bonitätsprüfung anwenden, das heißt keinerlei Kredite für Finanzspekulation und nur für solche Realinvestitionen, die keinen Schaden am Gemeinwohl anrichten, nur dann werden sie von der Zentralbank refinanziert und dann auch prinzipiell unlimitiert. Und damit ist die einer der größten anzunehmenden Ängste und Missverständnisse der Vollgeldkritikerinnen, nämlich dass die Geschäftsbanken nur die Ersparnisse zur Verfügung hätten, um Kredite zu vergeben, eigentlich aus der Welt. Das hat auch die Folgereform, so wie ich sie kenne, nie vorgeschlagen und nie gefordert. Das war immer nur ein Missverständnis und jedenfalls, so wie in den letzten Jahren die Diskussion ist, ist es immer ganz klar die Ansage, die Zentralbank kann so wie heute zusätzlich dazu, dass sie Geld über die Staatsausgaben in Umlauf bringt, kann sie, falls es notwendig sein sollte, auch die Geschäftsbanken direkt refinanzieren, damit es zu keiner Kreditklemme in der Realwirtschaft kommt. Ich mache jetzt einfach hier einen Punkt, weil es ganz lang und viel zu lang war. Und
übergebe an den Raimund Dietz, der sich auch schon ganz lange mit der Folge befasst. Ja, ja. Jetzt wollte ich Sie fragen, haben Sie überhaupt noch Lust, ein bisschen was zu hören? Also es ist ja mehr ein Salon und keine Vortragsveranstaltung. Deswegen verzichte ich jetzt auf Präsentationen, sondern möchte an einen ganz entscheidenden Punkt nochmal aufgreifen. Christian Felber hat jetzt auch schon über die Verwendung, ethische und andere nützliche Verwendungen des geschöpften Geldes und durch die Zentralbank an die Banken zu vergebenden Kredite gesprochen. Ich möchte nochmal jetzt zum zentralen Gedankengang zurück. Also warum ist denn es so wichtig, wer das Geld schöpft? Ja? Wer das Geld schöpft? Man könnte sagen, es ist ja egal. Aber es ist überhaupt nicht egal. Und zwar besonders seitdem wir in die moderne Welt eingetreten sind und anstatt Substanzgeld eben Fiat Money haben, produzieren. Fiat Money ist eben Banknotengeld und Buchgeld, also sozusagen luftiges Geld, das keine metallische Substanz hat, das die Menschen nicht mühsam aus der Erde herausholen müssen. Und mit dem mühsamen Herausholen müssen ja auch Löhne bezahlt werden und natürlich dieses wertvolle Metall muss dann zwangsläufig ja verkauft werden. Ja? Und dann schließt sich der Kreislauf. Aber jetzt, in den modernen Zeiten, haben wir diese physische Bindung fallen lassen, das dank der institutionellen und technologischen Revolutionen, auch eines großen Vertrauens, offenbar in das Gemeinwesen. Und damit treten wir in einen völlig neuen Zusammenhang. Ja, die Gesellschaft kann ohne Kosten frei Geld schöpfen, also Papiergeld und Buchgeld. So, nicht? Frei Geld schöpfen. Jetzt funktioniert aber eine Wirtschaft nur, wenn Geld knapp gehalten wird, wenn Geld knapp gehalten wird, also nicht zu knapp. Und die Wirtschaft hat ja auch einen Kreditbedarf, also muss jetzt produzieren, um später verkaufen zu können. Also es muss schon auch dieser Bedarf flexibel gedeckt werden. Aber insgesamt im Moment muss Geld also auch knapp gehalten werden können und dafür muss es ja auch einen Kontrolleur geben. So, jetzt habe ich zwei Fragen einfach an Sie. Ja. Wem trauen Sie zu, dass er das Geld knapp hält? Einfach dem Spiel von Schulden machen, von wirtschaftlichen Launen, von Expansionsgelüsten oder dem Souverän, dass der sagt, ja, das Sozialprodukt ist 100 zum Beispiel, ja, jetzt brauchen wir eine Geldmenge von 40. Ja. Und das ist eine Erfahrungsgröße. Aber wir wissen, dass die Wirtschaft, wir schätzen, dass die Wirtschaft um 2-3% wächst. Und jetzt um diesen zusätzlichen Geldbedarf zu befriedigen, produzieren wir als Souverän, nicht wahr, mehr Geld und stellen das der Wirtschaft zur Verfügung. Also ich glaube, wir sind faktisch durch den Übergang von Substanzgeld zum Fiat-Money gezwungen, den Souverän hier in Verantwortung zu rufen. Ein zweites Thema, was damit verbunden ist, mit der Geldschöpfung wird ja Kaufkraft geschöpft. Nicht? Also wer darf Kaufkraft schöpfen in der Gesellschaft? Das ist ja ein großes Geschenk, eine Gnade, das wir haben. Wir können also sozusagen frei Kaufkraft schöpfen. Aber wer von uns darf es? Ich oder Sie? Nein, wenn Sie das machen und Geld drucken, kommen Sie ins Gefängnis. Aber irgendwie haben sich die Banken dieses Vorrecht erschlichen. Ja? Ich kann nur noch in der Diskussion vielleicht darauf eingehen, warum das eigentlich so der Fall ist. Erhard Klötzl hat ja auch mit seiner Grafik gezeigt, dass von Zeit zu Zeit immer wieder neue Arten von Geld geschaffen werden, also dass
Zuerst hatten wir Münzgeld und dann hatten wir das Banknotenmonopol und dann gab es mehr und mehr Buchgeld und heute haben wir 85% des gesamten Zahlungsmittel wird heute von den Banken gemacht. Ja? Und die sind dann die Geldschöpfer. Ja? Die Banken sind die Geldschöpfer und kassieren die sogenannte, also den Geldschöpfungsgewinn, den sogenannten Seniorage. Und das widerspricht einfach dem Gleichheitsgrundsatz in einer bürgerlichen Gesellschaft. Ja? Nicht? Der Souverän sollte Geld schöpfen, alleine, er ist alleine berechtigt, Geld zu schöpfen und ist der Gesellschaft frei zu schaffen. Und wie sollte er es eigentlich in die Wirtschaft einbringen? Na, als Geschenk. Aber wie kommt Geld heute wirklich in die Wirtschaft? Nur als Kredit. Einen Teil könnte jetzt auch schon, nämlich die Notenbank, Geldmenge könnte auch schon als Geschenk in die Gesellschaft kommen, aber das ist der Zentralbank sogar verboten, also völlig widersinnigerweise. So wird alles Geld, das geschöpft wird, kommt als Schuldgeld in die Gesellschaft und das ist natürlich belastet. Ja? Also das heißt also, der Schritt vom Substanzgeld zum Fiat Money erlegt dem Staat eine große Gestaltungsaufgabe auf, die er bisher nicht nachgekommen ist, nämlich dieses neue Geld eben auch unter seine Fittiche zu nehmen. Und das ist ja der Vorschlag der Vollgeldreform. Also Verletzung des Gleichheits, es wurde schon hier auch gesagt, dass durch die Geldschöpfung die Geldschöpfungsmöglichkeit der Banken, die Banken ihre Bilanzen aufblähen können und eben die Hypertrophie des Finanzsystems erzeugen konnten. Zum Beispiel, ja? Darf ich da was? Bitte, sag mal, ja, sag, Günther. Weil das ist ja ohnehin viel zu friedlich, das war ja angekündigt als Podiumsdiskussion, das heißt, es fehlt ein Folgekritiker, ein Profunder. Also, bist du das jetzt? Nein, schade. Ich möchte nur etwas einbringen, was nämlich genau zu dem Punkt passt. Ich glaube, dass vielfach eben Zentralbank mit Staat gleichgesetzt wird und daher ist das spontane Gegenargument immer, wenn Zentralbank die Geldschöpfung, also wenn der Zentralbank die Geldschöpfung obliegt, ja, das gibt Inflation. Okay. Das kennen wir. Okay. Und das ist der richtige Punkt. Ja, genauso wie die Demokratie eben die Gewaltenteilung fordert, so erfordert natürlich auch hier eine Gewaltenteilung, dass eben die neue Zentralbank, deren Namen vorgeschlagen wurde, soll Monetative heißen. Die Monetative soll nur das Geld schöpfen dürfen, aber die Geldverwendung entscheidet die Exekutive im Auftrag des Parlaments. Also da muss eine ganz klare Gewaltenteilung. Aber natürlich gehört die Monetative selbst auch zum Gesamtstaat und ist ein Teil dieser, ein gewaltengeteilter Teil. Ja? Sie produziert das Geld, sie erzeugt das Geld, sie bestimmt, wie viel Geld erzeugt wird. Und der Staat wäre der Verwender des Geldes, beziehungsweise sie darf natürlich auch die Banken nebenbei noch finanzieren. Wollt ihr? Ja. Magst du noch zu Ende ausführen? Ich glaube, also dann hätten wir eben ein geschenktes Geld und kein schuldbelastetes Geld. Das heißt nicht, dass es in der Gesellschaft keine Schulden mehr gäbe, in Gottes Willen. Ja? Also wenn man spart, ja, wird und die Ersparnisse bei der Bank einlegt, ist die Bank Schuldner. Wenn einer einen Kredit aufnimmt, ist er natürlich Schuldner des Gläubigers und die Banken wären vermittelnde Instanzen. Also nichts gegen, aber es wäre Geldproduktion und Schulden wären getrennt und das ist wichtig. Und damit würde eine Bürgerwirtschaft in viel ruhigere Fahrwasser gelangen, als es heute der Fall ist. Mehr will ich eigentlich jetzt nicht sagen, damit endlich mal der Raum auch für die Diskussion offen ist. Danke für mich. Ja, also, das mache ich dann später. Ja. Okay, wir moderieren uns selbst. Das heißt, eine Frage ist eh schon da. Ich würde gerne einen Satz noch ergänzen. Ja, vielleicht. Also
gerade auch eine, wenn die Zentralbank zu einer eigenen Gewalt erklärt würde, die Monetative, die vierte, die fünfte, die sechste, wie auch immer, dann hätte sie ja genauso einen gesetzlichen Auftrag, du hast schon ausgeführt, wie jetzt. Die Zentralbank ist ja jetzt auch unabhängig, also da qualitativ wäre das eigentlich nur ein nomenklatorischer Unterschied, aber die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank ist ja jetzt schon gegeben und ist ja auch schon heilig, aber das heißt überhaupt nicht, dass sie nach Willkür herrschen kann, sondern die hält sich an ihre Zielvorgaben, die in einem Zusatz zu den europäischen Verträgen des Lissabon-Vertrags festgeschrieben ist. Das ist ja der Grund, warum sie keine Staatsanleihen kaufen darf auf dem Primärmarkt, ne? Sondern nur auf dem Sekundärmarkt. Das ist eine völlig absurde. Du darfst keine Staatsanleihen auf dem Primärmarkt kaufen, du darfst aber Staatsanleihen auf dem... Also du darfst sozusagen dann den Handel mit Staatsanleihen beleben und fördern, damit die Zinsen möglichst hoch sind, aber du darfst nicht Staatsschulden... Und genauso wäre bei einer Monetative, die hätte in ihrer Satzung den Auftrag, aber mit dem möglichen Unterschied direkt vom Souverän. Und das hat ja auch der Raimonditsch schon ausgeführt, wenn wir zur Auffassung kämen, die Geldmenge soll ungefähr, ne, in halber Größe zur Wirtschaftsleistung sein, dann ist sozusagen das die Vorgabe. Und sie kann dann eben nicht, sagen, so, und wir schöpfen jetzt 50% von Geldmenge. Das kann sie eben nicht, das wird natürlich eine gigantische Inflation auslösen, sondern sie kann nur begründen, wir erhöhen die Geldmenge um 1%, weil die Prognose für das Wirtschaftswachstum 1% ist. Mehr darf sie nicht. Ne? Sie darf vielleicht ein bisschen kontrazyklisch steuern. Und das, was sozusagen was dem Vollgeld unterstellt wird, das dürfte sie ja gar nicht. Und das dürfen die Geschäftsbanken aber jetzt da in Island, und das ist der Grund, warum dort die Regierung bei Folgereform einführen will, hat sich die Geldmenge in den 10 Jahren vor der Krise verneunzehnfacht. Die Kreditmenge. Die Geldmenge. Die Geldmenge M1 hat sich verneunzehnfacht. Das ist eines der Hauptargumente, ist ja die Kreditmenge, weil die Geldmenge an die Kreditvergabe gekoppelt ist, wie wir gehört haben, und die Kreditvergabe sich eben explosionsartig erhöht hat, weil alle spekuliert haben auf Kredit. Deshalb hat sich auch die Geldmenge, nämlich von Verneunzehnfachung hieße, die Geldmenge ist nicht mehr halb so groß wie die Wirtschaftsleistung, sondern innerhalb von 10 Jahren ist die Geldmenge 10-mal so groß wie die Wirtschaftsleistung. Und das hat natürlich auch die Inflation gebracht. Nur halt nicht auf den Realgütermärkten, sondern auf den Finanzmärkten. Und das ist die nächste völlige Absurdität. Die Zentralbank ist mit einem Auftrag ausgestattet, der sie sozusagen über alle anderen Ziele dazu verpflichtet, die Inflation zu bekämpfen, aber eben nur die Realgüterinflation. Und sie hat überhaupt keinen Auftrag, auch die Finanzen. Beziehungsweise, das wird sozusagen von allen gemeinsam einseitig ausgelegt, weil sie hat den Auftrag der Preisstabilität. Steht aber überhaupt nicht dabei, dass sie sich hier um die realen Güter- und Dienstleistungspreise handelt und nicht auch um die Finanz- und die Assetpreise und Wertpreise. Das heißt, aus meiner Sicht verfehlt sie hier ihren satzungsmäßigen Auftrag gravierend, weil sie sich nur um die Realgüterinflation kümmert, aber eben nicht um die Asset-Inflation. Und das würde durch das Vollgeld möglich werden. Dass wir die Asset-Inflation jedenfalls gravierend stärker kontrollieren könnten als heute. Bitte, ja. Bitte, also. Zur Zentralbank, unabhängig, was heißt das? Ich habe immer gehört, wie die Zentralbank setzt sich aus den Kosten der Geschäftsbanken. Nein, ach so, ja. Was heißt die? Ja. Okay. Wer möchte von die Zentrale, das ist von Land zu Land verschieden. Im Grunde genommen, also wenn wir von der Ordnung sprechen, ja, hat die Zentralbank eine staatliche Funktion. Ja. Aus historischen Gründen mischen da noch private Interessen hinein, aber sie hat eigentlich einen Auftrag des Souveräns. Und Unabhängigkeit der Zentralbank bedeutet hier etwa, also vergleiche das mit der Unabhängigkeit des höchsten Gerichtes. Nicht? Da darf die Regierung auch nicht sich hineinmischen und die Urteile da manipulieren. Und genauso dürfte die Regierung nicht sagen, so jetzt, also Herr Gouverneur, jetzt schieben Sie mal, die Wahlen sind nahe, ja, schieben Sie mal ein paar Milliarden herüber. Also insofern unabhängig, aber sie ist natürlich der Gesamtgesellschaft verpflichtet.
nicht nur der Inflationsrate oder dem Ziel der Preisstabilität, sondern auch eben der Solidität der Gesamtwirtschaft. Und da gehört eben auch die Höhe der Schulden, ja, und die Höhe der Assets. Denn wenn sich Banken zu sehr rauslehnen aus dem Fenster und zu weit spekulieren, und heute haben sie faktisch noch den Treibstoff zum Spekulieren, weil sie sich ja selbst Geld schöpfen können, ja, dieser Treibstoff wird ihnen abgezogen. Aber das heißt, die Zentralbank muss eine gesamtgesellschaftliche oder gesamtwirtschaftliche Verantwortung. Vielleicht sammeln wir die dann in der ersten Reihe an Sie. Also ich mache es nur kurz. Im Prinzip haben wir ein Wirtschafts- und Geldsystem, das nur funktionieren kann, wenn es ständig wächst. Und das ist auch eben ein Problem. Sie diskutieren ja nur darüber, wie stark es wächst oder wie schwach es wächst und auch wer darüber bestimmt. Im jetzigen Fall sieht es so aus, es muss stark wachsen, einfach aufgrund dessen, wie die Kredite vergeben worden sind. Das heißt, dafür muss gearbeitet werden, dass die Zinsen und Zinseszinsen zurückgezahlt werden. Und das setzt natürlich auch Materie um und damit wirkt es genau dem entgegen, was auf der anderen Seite immer gesagt wird, dass wir die Umwelt schonen müssen. Und das ist das eine. Das andere ist, wer die Profite davon hat. Im Moment ist es eigentlich, ich spreche es mal so aus, weil ich kann mir das vielleicht erlauben im Gegensatz zu Ihnen. Es geht eigentlich darum, wem gehört die Welt. Nehmen wir jetzt mal Griechenland. Griechenland hat ein vollkommen anderes Geldsystem, kann ich auf- und abwerten. Und deswegen muss es jetzt quasi die Schulden so herunterfahren, dass die Renten gekürzt werden, die Arbeitslöhne gekürzt werden und dergleichen mehr. Das heißt, das Volk verarmt immer mehr. Aber wer hat was davon? Im Prinzip sieht es so aus, dass damit noch mehr zurückgezahlt werden kann, zum Beispiel die Häfen verkauft werden müssen. Das heißt, es geht hier darum, von Privat des Kleinen zum Privat des Großen. Und dabei wird die Umwelt immer weniger geschont. Und das ist ein Problem, dieses permanente Wachstum durch Zins und Zinseszins. Und auch, wer profitiert davon? Und da würde ich schon gerne ein bisschen Antwort dazu noch haben. Okay. Also vielleicht was Positives. Okay. Ist es okay, wenn wir sammeln? Ja. Ja. Schatz, ist das auch, ja, die Dame? Ja, ich habe eigentlich auch eine Frage. Ich bin jetzt in letzter Zeit mit dieser Kreditinitiative, die jetzt für 2019 eine europäische Bürgerinitiative startet, wo aber dann in der Satzung der EZB unbedingt ein Zusatz kommen müsste, der sagt, dass sie nur Geld vergeben darf ohne Zinsen oder mit geringen Zinsen, und der Profit, der dann reinkommt, müsste dann der Allgemeinheit zugutekommen, also müsste für Commons, für Strukturveränderungen in die Urteile einfließen. Das ist ungefähr das, glaube ich, was du, Christian, vorher schon zum Schluss deines Vortrags auch gemeint hast, dass man in Bezug auf nachhaltige Entwicklung eben dann halt sollte es möglich sein. Und da, das wäre mein Zusatz, die wollen auch, dass alle möglichen Leute noch mitarbeiten, das ist noch nicht endgültig, aber sie kämpfen sehr für eine Bürgerinitiative, und ich glaube, das wäre im Wesentlichen, dass so wie beim Grundeinkommen europaweit darüber diskutiert wird, was wollen wir mit unserem Geld, und dass das Wohlgeld dann überhaupt sonst breiter, also breitere... Eine dritte Frage noch, dann Antwort und dann Sie. Ja, ich wollte noch eines sagen zu den Herren wegen der Rolle der Zentralbank. Also wenn man auf der Website der Schweizer Folgeinitiative nachschaut, dort gibt es bereits ziemlich ausformuliert genau die Sätze und Paragraphen, die sie im dortigen Bankgesetz geändert haben wollen. Ja? Also das ist, gibt es ja vielleicht nicht wörtlich im Kopf. Das ist dort ganz genau definiert. Das ist ja der rechtliche Ablauf, der möge beschließen und so weiter, und das soll so sein. Also die beschränken das auf die Zentralbank, also auf die Schweizerische Nationalbank, und halten also eine extra Institution in dem Sinn
nicht für erforderlich. Eine persönliche Anmerkung zur Beschreibung von Herrn Faeber möchte ich nur sagen, ich stimme ja mit dem Album ein, beschäftige mich selber schon jahrelang mit Holding. Die allerletzten Sätze haben mir nicht so gut gefallen, nachdem ich also eher schon in weiten Bereichen liberal gesonnen bin. Also eine Finanzagentur, sei es jetzt eine Tarife oder Nationalbank oder Zentralbank oder was auch immer, die dann sozusagen ideologisch wertende Kreditvergabe betreibt, solche Fragen müssen in einem Parlament geklärt werden, aber nicht unter dem Motto, na, du bist schön brav und kriegst einen Kredit, ui, du bist schlimm, du kriegst keinen Kredit. Es geht um das Volumen an Mitteln, die allenfalls noch notwendig wären, wenn die Banken sagen, also sie brauchen Zentralbankgeld und das Zentralbankgeld sollte aber nicht zu sehr ausgeweitet werden. Da müsste ja dann eine Auswahl stattfinden. Ich denke mal, sowas könnte man ja auch ganz schlicht und neutral zum Beispiel unter den Banken versteigern. Das kann man ja auch machen, ne? Und das ist dann inhaltlich vollkommen neutral, aber das ist nur eine Idee. Frage zum Schluss, wenn man das macht, bitte, wir sind im Euro, ich beschäftige mich sehr mit der Schweiz, weil die sehr gut sind und das wirklich bewundernswert vorantreiben, wie soll das gehen, wie macht man das im Euro? Also bitte, das ist riesig, wir können hier für uns sagen, okay, das ist gut, ändert sich da was oder was brauchen wir noch in ganz Europa, um das zu ändern? Wie soll man da tun, dafür reichen? Okay, spannende Fragen fürs Podium. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mal eine Antwortrunde machen. Soll ich mal anfangen? Und dann fangst du mit einem an, mit diesem zweiten. Genau, also ich fange mit der direkten Frage an. Das war aus meiner Sicht ein Missverständnis, weil die Zentralbank, egal ob sie monetative heißt oder nicht, es ist aus meiner Sicht hauptsächlich ein nomineller Unterschied. Sie ist heute eine eigene Institution, sie ist heute schon unabhängig, sie gibt sich ihre Ziele, aber nicht selbst, ganz wichtig, sondern die Ziele werden ihr vorgegeben. Also das wäre eigentlich der wichtigere Unterschied, ob in der Zukunft einer unabhängigen Zentralbank oder monetative, ist eigentlich sekundär, wichtiger ist, ob die Ziele von Parlamenten und Regierungen vorgegeben werden, wie heute im Lissabon-Vertrag, mit dieser völlig widersprüchlichen Ansage, wie wir schon gehört haben, oder ob der Souverän der Zentralbank die Ziele vorgibt. Und es würde nicht die Zentralbank entscheiden, wer an Kredit kriegt und wer nicht, sondern das würde ihr genauso in ihrem Auftrag mitgegeben, dass, ich würde sogar noch einmal anders, ist es gemeint, dass überhaupt nur Banken, die eine ethische Bonitätsprüfung durchführen, nur die haben überhaupt Anspruch auf Zentralbankrefinanzierung. Das ist ja auch in anderen Systemen schon so, dass die Investmentbanken, glaube ich, haben in den USA zumindest zeitweilig gar keinen Zugang zur Federal Reserve gehabt. Die mussten sich auf den Märkten refinanzieren. So ist es eigentlich. Ja. Das heißt, nur Banken, die gewisse Gemeinwohlkriterien erfüllen, haben Zugang zur Zentralbank als Refinanzierungsinstanz. Die das nicht tun, die sozusagen profitorientiert sind, die müssen sich auf den Märkten refinanzieren. So ist es eigentlich gedacht. Und diese Vorgabe, die gibt der Souverän in meinem Geldsystem der Zentralbank vor. Und ganz wichtiges PS dazu, diese Vorgabe ist bereits meinem Verständnis nach so 1:1 in der Bayerischen Verfassung, die 1946 durch eine Volksabstimmung vom Bayerischen Souverän in Kraft gesetzt wurde. Da steht meiner Lesart bereits drinnen, dass Finanzkredite verboten sind und Kredite, die Grundwerte schädigen, also die entweder die Umwelt kaputt machen oder den gesellschaftlichen Zusammenhalt zerstören. Zur Verteilungsfrage noch, wie wir es im Euro machen, ganz kurz, wir ändern einfach das Statut der Europäischen Zentralbank und die Ausführungsgesetze der Zentralbank der Mitgliedstaaten. Die Änderungen kenne ich, die sind ganz winzig, es steht eben, man müsste es eben einfach nur explizieren, dass das Monopol der Geldausgabe sich eben nicht nur auf Bargeld bezieht, sondern unmissverständlich auf das gesamte Geld oder auf Bargeld und Buchgeld. Das wäre eine minimale Änderung und die automatische Folge davon wäre,
dass die Geldschöpfung durch die Geschäftsbanken illegal wäre. Das muss man gar nicht explizit, man kann das dann noch explizit im Gesetz festhalten, damit es ganz unmissverständlich ist. Man braucht es aber nicht. Die Chiral-Geldschöpfung beruht ja heute auf einer Unklarheit des Gesetzestextes. Ja? Und indem eine technologische Innovation, die verstehbar ist und die auch ihre Berechtigung hat, dann vom Gesetzgeber im Nachhinein nie wieder geklärt wurde. Sondern wir haben eigentlich völlig veraltete Rechtstexte, sowohl in Verfassungen, in der US-Verfassung steht noch the right to coin money. So als wäre alles Geld heute noch nur Münzen. Ja? Und das sind einfach völlig veraltete Rechtstexte, die nicht an den technologischen Stand der Zeit angepasst wurden. Und das Letzte mit der Verteilungsfrage, also ich beschäftige mich derzeit immer intensiver mit der Möglichkeit eines Negativzinssystems und ich sage es jetzt gleich ganz rundweg heraus, um das auch um zu zeigen, worüber ich da alle nachdenke. Ich fände, es wäre spannend, dass auch eine Monetative würde den Leitzins festlegen, weil auch eine Monetative behält sich ja die Möglichkeit vor, die Geschäftsbanken zu refinanzieren zu einem Leitzinssatz. Ja? Stefan Schulmeister zum Beispiel befürchtet, dass das Steuerungsinstrument der Leitzinssatzfestlegung nach einer Folgereform nicht mehr gegeben ist, weil er missverstanden hat, dass die Zentralbank keine Kredite an die Geschäftsbanken vergeben kann. Aber es ist ein reines Missverständnis. Und es gibt selbstverständlich die Möglichkeit, wie schon jetzt mehrfach betont, dass die Zentralbank Kredite an die Geschäftsbanken vergibt und muss selbstverständlich einen Leitzins festlegen. Und meiner Meinung nach wird es Sinn machen, meiner Meinung nach wäre es überhaupt am allersinnvollsten, den Kreditzinsen und Sparzinsen festzulegen mit einer Fixspanne zwischen den Kreditzinsen und den Sparzinsen von 2 oder 3%. Das brauchen die Banken, um gut leben zu können, ausreichend Eigenkapital zu haben und investieren zu können. Und der kann aber dann vom positiven in den Negativbereich wandern zur Gänze oder auch nur halb. Wir können positive Kredite und negative Sparzinsen haben, wir können auch negative Kreditzinsen und negative Sparzinsen haben. Mir gefällt derzeit am besten ein Kreditzins von 0. Dann haben Unternehmen einen viel leichteren Zugang zum öffentlichen Gutkredit, müssen das aber sozusagen A real verwenden und B das Gemeinwohl nicht schädigen und einen Sparzins von -3% in dem Fall. Wenn Sie jetzt leicht schockiert sind, rechnen Sie es in Ruhe nach. Sie sind Gewinner und Gewinnerinnen des negativen Zinssystems. So viel eigentlich zum dritten und höchsten Punkt. Davor habe ich in vielen Publikationen gesagt, weil Griechenland gefallen ist, ich wäre jetzt für eine europäische Schuldenkonferenz, in der mit einer insgesamt 10%igen Vermögensteuer der extrem exzessiven Privatvermögen die Staatsschulden um 50% reduziert werden, in einem Zeitraum von 10 Jahren. Weil die Privatvermögen sind 5-mal so groß wie die Staatsschulden. Das heißt, mit 10% der Privatvermögen könnten wir die Staatsschulden um 50% reduzieren, in 10 Jahresschritten. Dann werden die Staatsschulden halbiert und diese verbleibenden 50%, die könnten die Zentralbanken übernehmen, indem sie die Staaten zu einem Zinssatz von 0 finanzieren. Damit hätten wir den gesamten Schuldendienst auf die Staatsschulden weg. Wir hätten Märkte für Staatsanleihen weg. Wir hätten die Ratingagenturen für Staatsanleihen weg, wir hätten die Risikoprämien, das große Zittern in Spanien und Griechenland hätten wir weg und wir wären dem Paradigma Geld als öffentliches Gut einen Schritt näher. Also heute sozusagen ist das Allermeiste nicht gesagt, weil wir wirklich den Fokus auf die Folgereform gelegt haben, aber das heißt naja, überhaupt nicht. Das hängt nicht, damit zusammen. Das hängt damit genau. Mhm. Und, das hängt schon damit, vielleicht knüpfe ich da gleich an. Also jetzt im jetzigen fraktionalen Geldsystem, wo sich die Banken, die Geschäftsbanken selbst auch Chiralgeld schöpfen können, damit Assets erwerben, so wie Staatspapiere oder andere Papiere, haben sie einen Hebel, die Vermögenswerte hinaufzuhebeln. Und das Problem, das wir hatten vor der Finanzkrise und noch in der Finanzkrise, wir sind ja weiter noch in der Finanzkrise drin, ist ja, dass sich die gesamten Vermögenswerte viel rascher entwickelt haben als das Sozialprodukt. Deswegen ist die Relation von Forderungen gleich Schulden im Verhältnis zum Sozialprodukt ja sehr stark gestiegen. In Amerika vom Vierfachen 1900 Ende der 70er Jahre auf das Elffache jetzt. Ja? Das heißt, aber diese Vermögenswerte wollen ja bedient werden. Ja? Und der Niederschlag des Bedientwerden-Wollens ist ja, dass sich die Einkommensverteilung verschlechtert. Denn natürlich, wenn die Rendite gleich bleibt, ja,
eines höheren Vermögenswertes oder einer höheren Schuld, ja, die Schuldlast dann, nicht? Dann steigt ja der Anteil am Sozialprodukt, nicht? Und so ist dann Griechenland auch in die Schuldenfalle geraten, ja. Und jetzt versucht man das einfach, diese Schulden stehen zu lassen, aber die Zentralbanken machen jetzt eben eine Politik der Financial Repression, nennt man das, also so, dass die Realzinsen null sind oder negativ sind, mit der Hoffnung, dass langsam diese Vermögenswerte abschmelzen. Das funktioniert nicht verlässlich in einem fraktionalen Geldsystem, in dem diese Geldmacherei und Schuldenmacherei weiter funktioniert. Deswegen sind ja seit Beginn der Krise ist das Verhältnis der Schulden im Verhältnis zum Sozialprodukt weiter gestiegen. Es fand also kein, wie man sagt, Deleveraging statt. Und aber durch ein Vollgeldsystem sind diese spekulativen Möglichkeiten begrenzt, nicht? Und Vollgeldsystem bedeutet fast automatisch ein Dreibankensystem, nicht? Weil die Banken nicht mehr mit unseren Einlagen spekulieren können, also nicht mehr mit dem Chiralgeld spekulieren können. Das würde sehr viel besser funktionieren. Ja, zu diesen Fragen. Dann zur EU wollte ich vielleicht noch etwas sagen. Ja, die EU, schon in der EU haben wir natürlich das Problem jetzt, dass es sehr starke Leistungsbilanzüberhänge von bestimmten Ländern gibt, Deutschland zum Beispiel. Und manche Länder sind sehr stark im Defizit drin. Ja? Und jetzt gibt es aber keine Abwertungsmöglichkeiten mehr. Und da haben die Länder, die im Defizit sind, haben natürlich das Problem, wie werden sie wieder konkurrenzfähig. Das ist ein Riesenproblem. In einem Vollgeldsystem hätte die EZB die Möglichkeit, die nationalen Inflationsraten viel leichter zu steuern als in einem jetzigen System. Also wenn jetzt die Inflationsrate fast null ist, ja, sind die Länder, die Defizite haben, die strukturelle Defizite, gezwungen, mit den Löhnen hinunter, mit den Preisen hinunter, müssen also deflationieren, aber die Schulden bleiben ja auf derselben Höhe mindestens. Das heißt, die relative Schuldenlast wächst. Das ist das Thema. Ja. Das heißt, wir können nur herauskommen durch eine gewisse Inflationierung. Ja. Also die Deutschen bräuchten eine Inflation von 3-4% pro Jahr, wenn man das durchhalten könnte, 10 Jahre, dann wären die südlichen Länder aus dem Schneider. Lohnanstieg, Preisanstieg, Verlust an Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland. Ja, sie haben sich... Erhöhung der Binnennachfrage. Der Binnennachfrage. Genau. Ja. Wirtschaftswachstum in Deutschland. Ja. Wir machen noch eine Fragerunde und dann noch eine Antwortrunde und dann gibt es ja noch den informellen Teil, wo man noch weiter sich vertiefen kann. Bitte, Sie haben vorne. Jetzt Vollgeld, national als ein Sinn. Wir hängen ja zusammen. EU-weit kann man es jetzt regeln, aber sind wir dann international, gibt es da nicht irgendwelche Bremsen, dass wir da wieder Nachteile haben, wenn wir vorgehen und die anderen nicht? Das ist die Frage. Zweite Frage. Ihr schreibt es euch auf. Ja. Im Vollgeldsystem, ich bin ein Fan für Atomkraftwerke, in Anführungszeichen. Ich will ein Atomkraftwerk bauen. Ich brauche eine Finanzierung. Ja. Ich bezweifle, dass ich im Vollgeldsystem die dann habe. Ist dem so oder was? Zum Glück, ja. Ja, was machst du? Wir schreiben alles auf. Schreibt euch das auf, bitte. Schreibt euch das auf. Ich würde sagen, wir sammeln noch. Bitte sehen. Ich hätte eine Frage. Ich würde gern das Fiat Money ein bisschen anders übersetzen, das Erwartungsgeld. Das heißt, Erwartungsgeld. Das heißt, ich erwarte, wenn ich einen Kredit vergebe, dass dieser Kredit in einer Form verwendet wird,
der mir dann nachher einen Ertrag bietet. Wenn diese Erwartung enttäuscht wird, muss ich an und für sich dann einen Modus finden, wie ich diese Forderung, die ich erzeugt habe, wieder aus der Welt schaffe. Wie schaut diese Forderungsvernichtung, weil ja jeder Verbindlichkeit hier eine Forderung entsprechen muss, und wenn ich die Verbindlichkeiten abbauen muss, muss ich auch die entsprechenden Forderungen reduzieren. Wie würde sich also hier das Erfolgssystem auf das System einer Forderungsvernichtung, oder wie würde das praktisch aussehen, auswirken? Ja, und das würde ich dann in der Ja, ich würde gerne wissen, was unten Geld knapp sein muss, ob das nur in der neoklassischen Theorie so ist oder ob das allgemein auch so gesehen werden soll, will, kann. Und meine zweite Frage ist, wenn Vollgeld an die Bevölkerung verteilt wird, dann gibt es ja im Vergleich zu jetzt klassischem Geld durch Kredit niemanden, der das sozusagen deckt. Mein Verständnis ist so, es sind Schulden und Kreditmenge gleich viel, also sind die Guthaben sozusagen durch den Kredit auf der anderen Seite gedeckt, weil jemand als Schuldiger, als Gläubiger da ist. Wie wäre das dann? Er hat Anfang? Ich sage ganz kurz was zu dieser Finanzierung, jetzt nicht für Atomkraftwerke, sondern für öffentliche Infrastruktur, sagen wir es besser so. Ja? Aber kritische, also besonders. Na, es ist grundsätzlich ist es egal, aber für das Funktionieren einer Wirtschaft besonders wichtig ist eine funktionierende Infrastruktur. Eines der Probleme bei der Finanzierung der Infrastruktur ist, dass die in der Regel Amortisationszeiten unter Anführungszeichen von 50, 100 Jahren oder mehr hat. Daher können Infrastrukturinvestitionen nur erfolgen, wenn der Zinssatz für diese Infrastrukturinvestitionen extrem niedrig oder null ist. Die Möglichkeit, die das Vollgeldsystem bietet, und das ist das, was ich als produktive Kreditschöpfung bezeichnet habe, ist, dass das von der Zentralbank frisch geschöpfte Geld dem Staat geschenkt wird, mit der Verpflichtung, dieses Geld für Infrastrukturinvestitionen zu verwenden. Damit ist der Staat imstande, Infrastruktur unabhängig von den Zinssätzen zu finanzieren. Und jetzt muss man sich darüber im Klaren sein, dass diese produktive Kreditschöpfung, also noch einmal, Zentralbank schenkt dem Staat Geld, damit der Staat staatliche Investitionen durchführt, also im Beispielsfall Infrastrukturinvestitionen. Das wäre theoretisch, soll man sagen, das ist implizit im Vollgeldsystem gegeben, weil es so aufgebaut ist. Theoretisch wäre das im bestehenden Geldsystem auch möglich. Aber dazu müsste eben das EZB-Statut geändert werden, dass die EZB den Staat direkt finanzieren darf. Aber es wäre zum Beispiel denkbar, dass die EZB das nur finanzieren darf unter der Auflage, dass das der Staat nicht im allgemeinen Budget verschwinden lässt, sondern dass der Staat das tatsächlich für Infrastrukturinvestitionen verwendet. Was ich sagen wollte, ist, ein Element, das sehr charakteristisch ist für das Vollgeldsystem, könnte theoretisch auch im bestehenden System implementiert werden, wenn man will, aber man will nicht. Ja, die Bürgerinitiative, soweit ich sie verstanden habe,
ist weitgehend identisch mit den Intentionen vom Vollgeld. Ist People for Money. Ja. Der britische Vorsitzende der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, ja, hat es ja genannt, Quantitative Easing for the People. Ja. Vereinfacht ausgedrückt, ich meine, er hat es nicht so im Detail ausformuliert, aber das ist letzten Endes nichts anderes, als wie Geldschöpfung der Zentralbank, das über Wege auch immer, welche Wege auch immer, direkt der Bevölkerung zugutekommt, also zum Beispiel über staatliche Investitionen oder über Bürgerdividende oder wie immer. Das ist die Forderung von Jeremy Corbyn. Und es ist verwunderlich, ja, dass diese Forderung noch nicht so um sich gegriffen hat, wie sie eigentlich um sich greifen sollte und müsste. Das ist nochmal, ja, zur Knappheit. Ja, bitte. Ausnahmsweise. Infrastruktur, selbst eine neutrale Infrastruktur. Ich muss aber bewusst die Atomkraftwerke, und da hätte ich den Herrn Felber gerne gehabt, der sagt, es müsste ethisch geprüft werden und so weiter, und noch Gemeinden und so weiter. Kommt dann da ein Atomkraftwerk in Ihrem Vollgeld-Netzwerk durch oder nicht? Ich würde sagen, es braucht gar nicht diese Ebene, weil die Frage, ob ein Staat Atomkraftwerke baut oder nicht, ist primär mal überhaupt keine Frage der Geld- und Finanzpolitik, sondern eine Frage der Energie- und Technologiepolitik. Und die trifft in indirekten Demokratien das Parlament und in direkten Demokratien der Souverän. Und in gemischten Demokratien passiert das, was einer meiner Sternstunden der italienischen Demokratie war. Berlusconi hat im römischen Parlament ein Gesetz initiiert zum Bau von Atomkraftwerken in Italien vor ungefähr 5 Jahren. In Italien gibt es das Instrument des Abrogativreferendums. Das heißt, der italienische Souverän kann kein Gesetz initiieren, kann er nicht, aber er kann Gesetze, die das römische Parlament vorhat, stoppen. Abrogativreferendum. Und da war ein Zusammenfall, dass Berlusconi die Trinkwasserversorgung privatisieren wollte, Atomkraftwerke bauen und in Betrieb nehmen wollte und Berlusconi lebenslang rechtlich immunisieren wollte. Dann wurde eine 500.000 Unterschriften gesammelt, damit das einer Volksabstimmung unterzogen würde, also ein Referendum von unten. Und in allen 3 Fragestellungen haben sich 90% des italienischen Souveräns gegen die Gesetzesvorhaben des römischen Parlaments ausgesprochen. Das ist aus meiner Sicht die Ebene, wo diese Fragen entschieden werden müsste. Wenn dann mal klar ist, es gibt keine Atomkraft, dann braucht das gar nicht geprüft werden. Ja. Zum wichtigen Thema Knappheit. Schau, Geld ist eine Menge von Symbolen, also die Geldmenge, nicht? Und wenn man diese Geldmenge, die steht einem Sozialprodukt gegenüber. Und zwischen beiden ist eine Gleichung und die ist gebrochen faktisch durch die Umlaufgeschwindigkeit. Wenn du jetzt einfach diese Menge an Symbolen erhöhst, erhöhst du das Preisniveau. Ja? Nicht so ganz linear, aber weil ja die Menschen dann auch Geld horten können, aber letztlich horten die auch nicht ewig Geld also da besteht eine Relation. Ja? Mit Guthaben und Schulden hat das nichts zu tun, und sollte auch nichts zu tun haben. Leider hat es jetzt etwas im jetzigen Geldsystem etwas zu tun. Also ich habe schon vorher erwähnt, wir haben eine riesige Vermögens- und Schuldenaufblähung gehabt. Wir sind in die Finanzkrise hineingekommen. Die Akteure versuchen jetzt Schulden zurückzuzahlen, zurückzuführen. Womit zahlt man den Schulden zurück? Na, mit Geld. Daher verschwindet das Geld aus dem System. Riesenschulden, so eine kleine Geldmenge, die können natürlich mit wenig Geldmenge kann man nicht viele Schulden zurückführen. Deswegen muss der Draghi oben viel neues Geld hineinschütten. Aber wem? Ja, den Banken. Also viel besser wäre eben dieses Quantitative Easing for People, da würde das Geld direkt zur Bevölkerung kommen und dann hätten die Menschen wenigstens was davon.
von der notwendigen Inflationierung, die wir brauchen, um die Schulden zu dezimieren, die wir eh nicht tragen können. Also wir haben ja zwei Möglichkeiten, entweder schreiben wir die Schulden ab, ja, aber, oder die Forderungen ab, aber dahinter stehen ja dann auch natürlich also Besitzstände, unsere Pensionen und was weiß ich, oder Lebensversicherungen, ja, also es tut uns weh, aber wir können nicht alles haben, eine Gesundung des Finanzsystems und die hohen Vermögensbestände aufrechterhalten, das geht nicht. Also wir müssen uns irgendwie durchschummeln, ja, und wir stehen, weil wir vorher so eine Bonanza erlebt haben, jetzt vor der Phase des Abspeckens. Eben nach den 7 guten Jahren kommen die 7 mageren Jahre, wie im alten Ägypten schon, und durch die laufen wir irgendwie durch, und da müssen wir irgendwie gut durchkommen, und da brauchen wir eben ein stabileres Finanzsystem als das, was wir jetzt haben. Ja, ich möchte noch einmal auf das Helikopter-Money und dann noch zwei andere Fragen, weil das irgendwie sozusagen der Abendsieger geworden ist ein bisschen. zum Schießen lustig ist die Hoffnung der englischen Zentralbank, gibt schon eine Vorrechnung, der Bank of England, wie sie hofft, mit Quantitative Easing die Inflation hochzubringen. Ja, das ist richtig. Nämlich, sie kauft nicht Banken, nämlich Hedgefonds und anderen Investmentfonds und Kapitalanlagegesellschaften hochriskante Wertpapiere ab, in der Hoffnung, dass sie weniger riskante Wertpapiere, die näher bei der Realwirtschaft sind, auf den Finanzmärkten aufkaufen und dadurch die Kreditaufnahme der Unternehmen indirekt zur dritten Potenz fördern, und dadurch aber eben Kreditaufnahme der Unternehmen ohne höhere Nachfrage wird es nicht geben. Das heißt, es muss schief gehen. Aber der sichere Effekt ist, dass den Hochspekulativfonds die riskantesten Wertpapiere abgekauft werden. Toll, ja? Bravo. Also durchschaubarer geht es nicht. Und Helikoptermoney ist wirklich subversiv. Und das gab es zum Beispiel in den USA noch unter der britischen Kolonialherrschaft. Da hat sozusagen die äußeramerikanische Gesellschaft, gab es in verschiedenen Bundesstaaten Helikoptermoney zur Wirtschaftsankurbelung als Konjunkturpolitik. Und das wurde dann von den britischen Kolonialherren verboten und war eine Mitursache für den Unabhängigkeitskrieg der USA von Großbritannien. Nur so kurzer geschichtlicher Rückblick, dass das nicht nur eine Schnapsidee, bitte? Helikopter gab es damals. Es gab keine Helikopter, aber es gab die Bürgerinnen-Dividende. Und das war das keine Erfindung von Milton Friedman. PS. Was würde, hier war die Frage, mit einer Kreditforderung im folgenden System passieren? Wie würde ein Kredit getilgt, so wie ich das verstehe, exakt gleich wie heute? Du siehst das anders? Dann bitte. Also, eines, was meiner Sicht der großen Missverständnisse ist, sowohl der herkömmlichen Ökonomen, und ich muss auch sagen, leider glaube ich teilweise auf Seiten der Vollgeldverfechter, wie Kredite im bestehenden System geschöpft werden und wie Kredite im Vollgeldsystem geschöpft werden. Geschöpft werden? Wieso geschöpft? Na, was heißt geschöpft oder wie sie entstehen? Ja. Ich persönlich glaube, dass hier einer der Knackpunkte ist, warum es von den herkömmlichen Ökonomen, sage ich, solche Widerstände gegen Vollgeld gibt. Weil der Unterschied in der Kreditentstehung in beiden Systemen nicht bewusst wahrgenommen wird. Was ist die Voraussetzung, dass eine Bank einen Kredit geben kann? Die Voraussetzung, dass eine Bank einen Kredit geben kann, ist, dass sie Zahlungsmittel hat. Weil was gibt sie beim Kredit? Sie gibt dem Kreditnehmer ein Zahlungsmittel, damit er etwas kaufen kann. Also die Voraussetzung, dass eine Bank einen Kredit geben kann, ist ein Zahlungsmittel. Im bestehenden Geldsystem kann die Bank sich die Zahlungsmittel selbst schöpfen durch Bilanzverlängerung
in Form von Giralgeld kann es dem Kreditnehmer weitergeben. Beim Tilgen des Kredites passiert genau der umgekehrte Vorgang, nämlich die Giralgeldmenge, so wie sie zuerst geschöpft worden ist, verschwindet wieder. Im Vollgeldsystem ist das grundsätzlich komplett anders. Auch im Vollgeldsystem ist die wesentliche Voraussetzung, dass eine Bank Kredit geben kann, dass die Bank Zahlungsmittel hat. Das heißt, die Voraussetzung, dass eine Bank Kredit geben kann, ist, dass sie auf der Aktivseite Vollgeld hat. Wie sie zu dem Vollgeld auf der Aktivseite kommt, ist grundsätzlich sekundär. Aber das braucht sie. Sobald sie Vollgeld auf der Aktivseite hat, kann sie Kredit vergeben. Das heißt, dieses Vollgeld wandert zu den Nichtbanken als Zahlungsmittel. Aber es ist eben nicht so, dass laufend nur Vollgeld bei der Kreditvergabe von den Banken zu den Nichtbanken wandert, sondern wenn der Kredit getilgt wird, wird das Vollgeld zurücktransferiert an die Bank und der Kredit damit getilgt. Das heißt noch einmal, im bestehenden System wird Giralgeld bei der Kreditvergabe geschöpft, bei der Kreditrückzahlung verschwindet es wieder. Im Vollgeldsystem bleibt die Menge des Zahlungsmittels konstant. Es wandert bei der Vergabe zu den Nichtbanken und bei der Tilgung wieder zurück. Das heißt, wenn die Bank einen ausreichenden Stock an Zahlungsmitteln, also Vollgeld auf der Aktivseite hat, kann sie beliebig Kredit schöpfen. Vergeben. Beliebig Kredit vergeben. Daher ist das Argument, Schulmeister oder was sonst bei den postkeynesianischen Ökonomen auftritt, dass es zu einer Kreditverknappung kommt, komplett falsch. Es ist komplett falsch. Die Rückzahlung, die Bilanz. Richtig. Und ich meine, die ganzen Dinge sind sehr komplex. Ja? Leider, sage ich jetzt, wird es von der Vollgeldseite auch immer so dargestellt, als müssten Spargelder vorhanden sein, weil wenn keine Spargelder vorhanden sind, kann man keine Kredite vergeben. Das ist in der Formulierung nicht exakt. Ja? Das kommt aus dem Denken im bestehenden Geldsystem. Ja? Da ist auf der Passivseite Spargelder und Giralgelder, und Spargelder werden kreiert und so weiter. Also das läuft im bestehenden System anders. Aber diese strikte sozusagen Erkenntnis, dass das in beiden Systemen komplett anders läuft, ist weder den herkömmlichen Ökonomen klar, sage ich, und jetzt auch auf der Vollgeldseite nicht vollständig klar. Weil nämlich nicht die Sparguthaben Voraussetzung sind, dass der Kredit vergeben wird, sondern die Liquidität, das Vollgeld auf der Aktivseite der Bank ist die Voraussetzung. Und die Spargelder bilden sich im Nachhinein. Wenn die Sparneigung der Nichtbanken gleich bleibt, das heißt, wenn sie nicht Vollgeld anhäufen und horten, wandert das Vollgeld wieder zurück zur Bank. Und dann bilden sich bilanztechnisch die Spargelder. Ja? Die Spargelder sind nicht die Voraussetzung. Das ist eine falsche, irreführende Formulierung. Das war aber nicht deine Frage. Ne? Es war nicht genau meine Frage, aber es hilft mir weiter, weil jetzt kommt der nächste Punkt. Die Frage, was passiert, wenn der Kredit noch leidet wird.
Jetzt, dann, ja, dann also dann ganz, also, darf ich ganz kurz? Bitte. Oder, Entschuldigung. Mach du, ich mache dann den letzten Punkt mit dem Standort für Europa. Ja. Schau, wenn der Kredit notleidend wird, es ist Geld in die Wirtschaft geflossen, der Kredit ist notleidend, das heißt, dem Kredit folgte nicht eine Ausdehnung, also keine Produktion, dann ist das Geld da, der Kredit muss abgeschrieben werden. Das hat, also wenn das vielfach passiert in der Wirtschaft, nicht nur in diesem einen Fall, sondern natürlich du spielst da, das ist, dann hat das einen inflationären Effekt. Das heißt, die ganze Gesellschaft trägt das mit, ja? trägt diese notleidenden Kredite mit. Und das ist ja der Vorteil dieser sozusagen Symbolik des Geldes, dass es das auffangen kann, diese kleinen, also vielen kleinen Konkurse oder notleidenden Kredite. Wenn das natürlich massenhaft wird, haben wir wirklich ein großes ökonomisches Problem. Aber das Ding ist immer, das Ding, Produzenten müssen immer vorfinanziert werden, ja. Also sie müssen zuerst produzieren, sie bekommen zuerst Geld, dann produzieren sie und dann wollen sie mehr zurückverdienen, als sie hineingeschossen haben. Und dazu muss die Zentralbank ständig neues Geld schöpfen. Wenn wir in einem Wachstumswirtschaft sind. Ja? Und es könnte sein, dass wir natürlich realwirtschaftlich nicht wachsen. Aber dann, glaube ich, brauchen wir ein gewisses Maß an Inflation unter der Voraussetzung, dass wir Bargeld haben. Weil sonst geben die Investoren kein Geld mehr her. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein einfaches Beispiel. Dass es nicht nochmal woanders hingeht, oder? Wir haben eine Wachstumsrate real von 0. Ja? Inflationsrate von 2. Eine Inflation. Das heißt, dass die Wirtschaft wächst nominal um 2%. Dann kann auch im Durchschnitt ein Zinssatz von 2% gezahlt werden. Ja? Das heißt, wenn ich aber das Geld horte und bei mir zu Hause halte, das Bargeld, dann verliere ich garantiert 2%. Und wenn ich es aber hineingebe, dann verdiene ich nominal 2% und verliere aber durch die Inflationsrate auch 2%. Das heißt, ich kann mein Vermögen wenigstens halten. Das heißt, unter einer Wachstumsschwäche brauchen wir ein gewisses Maß an Inflation, damit die Geldwirtschaft weiter funktioniert. Das sind also... Okay, Wrap-up von meiner Seite. Ich würde noch ergänzen, wenn zu viele Kredite notleidend werden, ist die Bank bankrott, genau gleich wie im heutigen System. Zu den Ersparnissen, also ich stimme dem, was der Herr gesagt hat, voll und ganz zu. Ich habe die Frage noch ein bisschen anders verstanden, aber vielleicht der eine Satz noch. Damit eine Bank den Kredit vergeben kann, muss sie Vollgeld auf der Aktivseite haben. Das kann von den Ersparnissen kommen, das kann vom Interbankenmarkt kommen oder das kann von der Zentralbank kommen. Aber es muss das Vollgeld auf der Aktivseite sein und wird dann einfach durch einen Aktivtausch in eine Kreditforderung umgewandelt. Und dieser Kredit wird getilgt und wird durch die Tilgung wieder zu Vollgeld auf der Aktivseite der Geschäftsbankenbilanz. Primär, sagen wir, bei der Umstellung. Derzeit hat jede Bank Forderungen an die Zentralbank. Ja? Und bei der Vollgeldumstellung werden diese Forderungen an die Zentralbank automatisch zu Vollgeld. Das heißt, grundsätzlich hat die Bank bei der Umstellung einmal einen gewissen Zahlungsmittel, Vollgeldpolster, mit dem sie Kredite vergeben kann. Und wenn der zu gering ist, kann die Notenbank was dazuschießen. Aber es gibt keine Krediteinschränkung. Wenn ich noch einmal sage, ich meine, die Formulierung, die ist irreführend, dass Spargelder vorhanden sein müssen, nämlich aus folgenden Gründen. Stellen Sie sich vor, die Bank hat auf der Passivseite nur Spargelder und auf der Aktivseite nur Vermögen, ja? Kreditforderungen, Häuser und sonstiges, aber kein Vollgeld. Dann kann sie, obwohl sie lauter Spargelder hat, keinen Kredit vergeben. Jetzt haben wir es. Ja. Oder umgekehrt, eine Bank
Das hat, ist das Trennbankensystem, das na, oder umgekehrt, eine Bank hat auf der Aktivseite nur Vollgeld, also nur Zahlungsmittel und auf der Passivseite nur Eigenkapital, ja? Also kein einziges Spargeld. Ja? Dann kann sie beliebig Kredite vergeben. Ja. Das heißt, die Formulierung, es sind Sparvermögen notwendig, damit die Bank Kredite im Vollgeldsystem vergeben kann, die ist komplett irreführend und führt aus meiner Sicht dazu, dass die beiden Lager, herkömmliche Ökonomen, Vollgeldbefürworter, nicht miteinander reden können, weil da Wurzel drinnen ist. Bitte? Ich wäre jetzt sehr für die Disziplin, wir haben uns jetzt wirklich dauernd unterbrochen und es wird immer länger. Aber ich bin grundsätzlich am Wort auch. Ich wurde jetzt viermal unterbrochen. Außer Sie haben Lust für Disco noch länger. Aber mein Gefühl ist, es wird jetzt einfach immer noch länger. Wir können das dann ins Informelle, dass ihr das abschließt. Ich mache noch zwei kurze Punkte und dann sind wir los. Nämlich um gerade diesen Umstand noch einmal der Gedankenfreiheit zuzuführen, habe ich in meinem Papier den Jürgen Krämer kurz erwähnt und der hat gesagt, wir schaffen Sparanlagen ab. Das Publikum hat die Zahlungsmittel nur noch auf den Geldkonten und die Bank vergibt ganz normal Kredite wie heute und refinanziert jeden einzelnen Kredit direkt bei der Zentralbank. Und da bräuchte man dann logischerweise diese ethische Bonitätsprüfung. Aber ich meine das voll ernst, weil das Risiko, wenn der Kredit notleiden und ausfallen würde, ist ja bei der Bank. Das heißt, sie würde genauso vorsichtig Kredite vergeben wie heute. Sie wäre einfach nur zu 100% auf der Passivseite refinanziert durch die Zentralbank. Und damit das eben nicht zu einer Inflation führt, wäre eben mein Vorschlag, dass man eben diese ethische Bonitätsprüfung einführt. Das würde dann sozusagen die Idee, die volkswirtschaftliche Idee, dass Sparen in Investitionen umgelenkt wird, eine zentrale keynesianische Vorstellung, ad absurdum führen. Aber ich halte diesen Vorschlag nicht für absurd, weil der Hintergrund des Vorschlages ist uns aus dem Zinsendruck zu befreien. Und das finde ich sozusagen allein für die Gedankenfreiheit, finde ich das einen sehr bedenkenswerten Vorschlag. Ich fordere es im Moment nicht, aber ich verbreite den Gedanken, dass wir auch darüber nachdenken. Und die letzte Frage, die noch offen ist, ist der Finanzplatz EU, also falls Eurozone eigentlich. Meine Prognose ist, wenn die Eurozone eine Folgereform durchführen würde, würde sie ein ähnliches Schicksal erleiden wie die Schweiz in den letzten Jahren. Ohne Folgereform, aber auch ohne Stabilisierungsmaßnahmen des Finanzsystems, war der Euro eine vergleichsweise unsichere Anlagewährung und alles ist in den Franken geströmt. Die Schweizer Nationalbank hat sich gegen den Ansturm des Kapitals nicht gewehrt, wie es Attac zum Beispiel vorgeschlagen hätte, entweder Kapitaleinfuhrkontrollen, Möglichkeit 1, oder eine politische Festlegung des Wechselkurses, Möglichkeit 2. Sondern sie hat ihre Bilanzsumme verfünffacht, indem sie Devisen aufgekauft hat, um sozusagen dem Anstieg des Frankenkurses gegenzusteuern und durch massiven Verkauf von Franken den Kurs niedrig zu halten. Die Politik ist gescheitert, wie wir wissen, weil sozusagen selbst eine Verfünffachung der Bilanzsumme nicht ausgereicht hat, die Attraktivität des Finanzstandortes Schweiz zu vermindern. Und deshalb hat sie jetzt den Wechselkurs freigeben müssen und er ist durch die Decke geschossen. Was passieren würde, wenn die EU eine Folgereform durchführen würde, wäre meiner Vermutung nach, die EU würde auch wieder als ein stabilerer Finanzplatz angesehen werden und es würde den Schweizer Finanzplatz etwas entlasten. Der Ansturm auf den Franken würde sich ein bisschen aufteilen, auch auf den Euro. Und allenfalls, im schlimmsten Fall, im Extremfall, müsste die Europäische Union sich überlegen, ob sie einer zu starken Aufwertung des Euro mit Kapitalverkehrskontrolle oder irgendeiner anderen politischen Maßnahme begegnen müsste. Aber sonst befürchte ich keine gröbere Verwerfung als Folge der Durchführung einer Folgereform in der Eurozone. Sie wollten noch was ankündigen? Oder einen Hinweis im Buch? Nein. Ach so, ich würde gerne, wenn wir jetzt hier zum Schluss kommen, es gibt ja im deutschen Sprachraum gibt es Vollgeldinitiativen, die schon sehr tätig sind, die Monetative Deutschland,
die von Josef Huber mitbegründet wurde. Dann gibt es die Schweizer Vollgeldinitiative. Und wir in Österreich sollen ja da nicht nachstehen und haben vor, auch etwas, einen Verein zu gründen. Ein Kollege von mir, Peter Schönbacher, der dort sitzt, wir planen so etwas zu tun. Das ist alles jetzt erst im Beginn begriffen. Wenn Sie aber jetzt Interesse haben, Informationsmaterial zu bekommen über das, was Vollgeld ist und was in der Vollgeldbewegung stattfindet, würde ich Sie gerne bitten, hier die Listen auszufüllen und also mit Ihrer E-Mail-Adresse, dann bekommen Sie Informationen über die Vollgeld, über Inhalte und über das, was da passiert. Dann wollte ich Sie fragen, also ich habe noch zwei Exemplare meiner vierten Auflage vorhanden, die möchte ich gerne noch loswerden, bevor die fünfte Auflage kommt. Also es ist faktisch unverändert. Also Sie haben hier keinen Nachteil, wenn Sie die vierte kaufen. Und Sie bekommen hier den Autorenpreis von 25 Euro. Im Laden kostet über 30. Okay. Dann bedanke ich mich auch sozusagen als Initiator dieser heutigen Runde nochmal ganz herzlich bei meinen beiden Mitdiskutanten, bei der Sibylle Summer noch einmal und auch bei Ihnen allen für das Interesse trotz der brütenden Hitze, wie köstlich wäre ein Spritzer oder irgendein anderes Getränk gewesen. Schön, dass der Saal trotzdem gut war. Und wir den Spritzer, den kann man brennen, wisst ihr. Das ist eine gute Idee. Das ist kein Entweder-Oder. Vielen Dank für das Kommen und danke für die Einladung. Sehr gerne. War ein gelungenes.